Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 30. Januar 2018? Bevor ich beginne, erklären, was für Einflüsse wir heute haben von Sternen, von Planeten und von Sonne und Mond, möchte ich etwas erwähnen. Ich habe eine Videoberatung gemacht. Auch Astrologie, aber andere Art von Astrologie, weil hier kommen die westlichen und die östlichen Wissen zusammen, die chinesischen Astrologie, unsere westlichen Astrologie, auch die Analyse, die Geburtshoroskop mit Himmelsrichtungen, das geht Richtung Feng Shui und bei Wohnungseinrichtung die Kraftplätze oder die Plätze, wo Störungen gibt, woher kommt, von welchem Himmelsrichtung kommt die Störung und von welchem Lebensbereich ist die Störung, wo sind Blockade, all das energetisch verteilt in die Wohnung. Und ich habe so eine große Freude daran gehabt, diese Beratungsvideo zu machen und mit solcher Begeisterung auch. Ich kann das nur empfehlen, anschauen, vielleicht kommen neue Ideen oder hat eben die Frage, welche Himmelsrichtung liegt mein Glück in die Liebe, welche Himmelsrichtung die finanzielle Glück oder ist das störend, aber wenn das störende Energiefeld ist, kann man auch entkräften, harmonisieren, man muss die goldene Schnittpunkt berechnen und da entkräftet man, harmonisiert diese störenden Energie auch zu erkennen, welche Richtung, welche Himmelsrichtung, ist das die südliche Himmelsrichtung oder Südwest oder ist das die Freunde, von welchem Bereich kommt das überhaupt, all das zum Anschauen und die Wohnung so einrichten. Oder diese Kraftplätze, wo liegt die wirklich die Kraftplatz, wo man meditieren kann, wo man Kraft bekommt, wo ist die Platz für das Geldeinfluss und wo ist die Schwäche, wo man kränkt, wo man sich die Gefühl bekommt, aufgeben, etwas aufzugeben, welchen Himmelsrichtung können wir der Tod, Liebe öffnen, wo kommt die Liebe her. Also das unterteilt in die Wohnung in verschiedenen Himmelsrichtungen. Das habe ich alles erklärt und auch, ob das störende Energiefeld ist oder neutrale Energiefeld ist oder etwas, wo Kraftplatz ist, wo die Energie fließt. Und wenn störend ist, was machen wir dann? Wie entkräften wir das? Und welchem Tag soll das passieren, weil da müssen wir die Mondbewegungen betrachten, auch ob das zunehmend ist oder abnehmend, welcher Tag wirkt und welche Himmelsrichtung. All das habe ich in dieser Beratungsvideo erklärt. Allerdings läuft das jetzt nicht in diesem Kanal, sondern in meinem anderen Kanal, Venezianisches Liebesorakel. Und ich freue mich, wenn da Interesse besteht und da bin ich für Sie gerne da und wir können entweder eine allgemeine Beratungsvideo, so wie das ich heute gemacht habe, machen und alle Lebensbereiche eingehen, auch die Finanzen, auch die berufliche Situation, auch die Freundeskreis, auch die Liebe, Partnerschaft, auch die Richtung, wo uns kränkt oder schwächt oder Krankheit, was kann man da machen, harmonisieren und welchem Tag, vor allem welchem Tag sollte man das machen, dass das auch wirkt ist, dass das auch wirksam ist. Oder natürlich besteht die Möglichkeit, so ein Video zu bestellen, aber besteht auch die Möglichkeit, nur für auf einen Punkt konzentrieren, wenn jemand wissen möchte, wie ist das mit Finanzen? Habe ich da die Kraftort für das Geldfluss? Ist das eine fließende Energie? Wann kann ich machen etwas, dass dieses Energiefeld aktiviert ist, die Mondbewegung zu berücksichtigen? Oder ist das störende Energie? Wie gleiche ich das aus? Wo ist die goldenen Schnittpunkt? Welchen Tag kann ich was machen? Also das kann ich wunderbar erklären. Oder wenn jemand wissen möchte, die liebe Partnerschaft, wie öffne ich die Tor? Zu die Liebe. Und ist das eine fließende Energie oder ist das ein neutrales Energiefeld oder ist das Kraftort? Also diese Möglichkeiten gibt es, das Kraftort
oder fließende, dann kommt die fließende Energie, muss nur aktivieren, wenn die Mond gerade in diesem Bereich dann auch bewegt. Und auch welchem Himmelsrichtung, ist das nördlich, ist das südlich, ist das westlich, wie auch immer, also die Himmelsrichtung, und das können wir in Wohnung auch bestimmen. Und so kann man das öffnen, diese Kraftorte, oder wenn da Hindernisse sind, weil Einflüsse kommen von außen, störende Energie und blockiert die Energiefeld, dann berechne ich die goldene Schnittpunkt, damit entkräften wir das, auch die richtige Tag berechnen, wann ist die Mondenergie da, und das kann man wunderbar bearbeiten. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, richtig große Freude, ich bin sowas begeistert davon. Und das möchte ich nur empfehlen. Und dieses Video ist schon sichtbar im Kanal Venezianisches Liebesorakel. Aber wir bleiben bei der heutigen Tagesenergie. Welche Einflüsse haben wir heute? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, dass der Himmelskaiser, das ist die Sonne, bewegt sich gerade im Palast des Nordens. Im Palast des Südens bewegt sich unser Planet Erde und auch Mond. Es nähert sich zu Vollmond. Morgen ist Vollmond. Und das ist ein totale Mondfinsternis, die Tag für morgen. Aber das ist bei uns nicht sichtbar. Das ist sichtbar im Pazifik oder ein Teil von Nordamerika. Und jetzt schauen wir an den heutigen Tag, welche Einflüsse wir haben. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser, und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens. Jetzt sind wir schon bei Himmelsrichtungen. Da kommt die Klarheit. Aber das muss individuell sein bezüglich auf die Geburtshoroskope. Gegenüber von Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens. Und hier im Palast des Südens bewegt sich unser Planet Erde. Im westlichen Astrologie heißt es, unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Mond befindet sich auch im Palast des Südens, hat die Mitte verlassen, also bewegt sich frei, aber noch im Tierkreiszeichen Krebs, hat eine zunehmende Mondphase und morgen ist Vollmond. Und es ist ein besonderes Vollmond, weil trifft auch die Mondknoten, und wenn Vollmond genau im Mondknoten trifft, dann ist das ein Finsternis und morgen ist ein totales Mondfinsternis. Allerdings für uns nicht sichtbar, aber das können die Menschen beobachten, die in Nordamerika leben oder vom Pazifik, die Pazifische Ozean, wird die totale Mondfinsternis bemerkbar. Und das ist aber morgen, wenn das Vollmond ist. Aber wir bleiben noch bei 30. Januar. Welche Einflüsse hat der Mond? Es wird bestrahlt von Pollux und Castor. Pollux und Castor sind die Zwillinge. Die Hauptsternen in Tierkreiszeichen Zwillinge. Dann können Sie die Frage stellen, was suchen die Zwillinge im Krebs? Die Antwort ist ganz einfach. Astrologisch unterteilen wir die Tierkreiszeichen zwar im gleichen Abschnitt, immer 30 Grad, aber in Wirklichkeit im Himmel sind diese Tierkreiszeichen unterschiedlich groß und es gibt keine exakte Abgrenzung, sondern die verschmelzen miteinander und bilden sich die Ekliptik. Und diese Ekliptik sind nicht nur die 12 Tierkreiszeichen, sondern es gibt auch ein 13. Tierkreiszeichen, der Schlangenträger, zählt aber nicht zu dem Tierkreiszeichen, weiß ich nicht warum, logisch wäre das, dass wir ein 13. Tierkreiszeichen haben. Aber nun ist mal das so, wir haben 12 Tierkreiszeichen, obwohl der Schlangenträger befindet sich auch im Ekliptik. Aber zurück zu Zwillingen, Castor und Pollux, wie ist die Geschichte dazu? Es gab einmal eine wunderschöne Frau Leda, die Königin von Sparta. Und Zeus liebte schöne Frauen. Das Problem war nun, dass Zeus war verheiratet mit Hera
Und Leda war auch verheiratet mit dem König von Sparta. Das hat aber Zeus nicht verhindert, Leda zu verführen. Nein, nein, nein. Und von dieser Beziehung wurde ein Kind geboren, Name Pollux. Aber Leda wurde von ihr Ehemann gleichzeitig auch schwanger und gebar Kastor die Zwillinge. Das heißt, die Zwillinge haben die gleiche Mutter Leda, aber verschiedenen Vater. Die Pollux hat als Vater Zeus, der Himmelsgott, und Kastor als Vater, der König von Sparta. Und das sind die Herkunft, menschlichen Herkunft und göttlichen Herkunft. Und der Unterschied war, dass die göttliche Herkunft, das war unsterblich und wir sind eben sterblich. Also die Unsterblichkeit und die Sterblichkeit. Und die beiden Zwillingen, dieser unsterbliche Teil und das sterbliche Teil, diese menschliche und göttlichen, vereinen sie sich im Tierkreiszeichen Zwilling, weil die beiden Zwillinge sind auch miteinander verbunden. Und die Schöne ist in dieser Geschichte, wo darum geht, dass Kastor sterben muss. Pollux hat ihn nicht alleine gelassen, sondern bat seinen Vater Zeus um das, dass er seine Unsterblichkeit aufgibt, damit er mit seinem Zwillingsbruder auch sterben kann. Und das hat so berührt Zeus, dass die beiden Zwillinge im Himmel gesetzt hat und Zeus hat beide unsterblich gemacht. Und das ist auch eine Symbolsprache, uns dieses Bewusstsein zu haben. Bewusstsein an dem göttlichen Herkunft, an die Schöpfung, an Gott und an die Schöpfung, dass wir ein Teil von diesem Schöpfung sind. Und wenn wir an die Zwillinge denken, dann können wir sicher sein, wir haben auch ein höheres Bewusstsein. Und das ist die Geschichte zwischen mit Kastor und Pollux. Und die beiden Zwillinge bestrahlen die heutige Mondbewegung. Vielleicht hilft es an unserem Bewusstsein zu achten. Nicht nur Kastor und Pollux bestrahlt die Mondbewegung, sondern auch Procyon. Procyon ist ganz helle Stern und bildet sich auch die Winterdreieck. Und diesem Stern Procyon befindet sich im kleinen Hund. Es gibt einen großen Hund und es gibt einen kleinen Hund. Und die beiden gehören zum Orion. Das sind die Jagdhunde. Interessant ist, dass diese Hunde in eine Richtung zeigen. Und die Richtung ist die Polarstern im kleinen Bär. Und dieser Procyon, diesem Stern im kleinen Hund, wurde auch ganz berühmt bei den Babylonier. Weil die Babylonier haben verbunden mit der Schöpfungsgeschichte. Bei den Babylonier war Marduk der Schöpfersgott, so ähnlich wie bei griechischen Mythologie heißt es Zeus. Bei Babylonier war das Marduk, die Schöpfung. Und damit beginnt die Schöpfungsgeschichte und dieser Procyon, diesem Stern, wurde verehrt als Baumeister bei der Schöpfung. Und die nannten ihn als Nangar. Nangar, das Wort für die Organisation, von die Konstruktion bei der Schöpfung, der rechte Hand von Marduk. Und so wurde Nargar auch verehrt. Und dieser Nargar oder Procyon bestrahlt heute unsere Mondbewegung, etwas organisieren. Wir brauchen Konstruktion und wir müssen etwas in Form zu bringen. Und im Sternbild kleiner Hund zeigt auch in eine Richtung die Polarstern. Also wir brauchen Orientierung und das sind unsere Ziele. Und diese Richtung sollen wir gehen, diese Richtung sollen wir orientieren, weil das Ziel. Das Ziel ist der Weg. Und das sind die Einflüsse von den Sternen und wie wird das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. Also ich beginne mit dem Wassermann-Geborenen. Die Wassermann-Geborenen haben ein großes Bedürfnis wahrgenommen werden. Aber es kostet zu viel Kraft, sich zu durchsetzen und fühlen sich ein bisschen kraftlos. Sie brauchen Ruhe
und sie sollen auf aus dem inneren Gleichgewicht achten. Was noch wichtig ist bei den Wassermann-Geborenen, die liebe Partnerschaft. Und die nächste Zeit auch die Handlungen, Gesprächen wird auch aktiv sein, also kommt eine gewisse Aktivität rein. Aber das ist wichtig, auch die Gleichgewicht, nicht nur aktiv sein, sondern auch die Ruhe bewahren, zurückgezogen zu sein, weil im Ruhe liegt auch die Kraft. Was noch wichtig ist bei den Wassermann-Geborenen, hier bewegt sich die absteigende Mondknoten und das hat mit vergangenen Karma was zu tun. Karmische Erinnerungen oder karmische Begegnungen oder Lernaufgabe, karmische Lernaufgabe. Das trifft die Löwengeborenen, das trifft die Wassermann-Geborenen und alle Menschen, die ihren karmischen Knoten entweder in Tierkreiszeichen Löwe oder im Tierkreiszeichen Wassermann haben. Bei den Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist auch wichtig, dass Selbstdarstellung wahrgenommen zu werden und sie bringen sich selbst im Glanz, entweder weil sie eine selbstbewusste Auftreten haben oder ändert sich die Geschmack, die Frisur, die Kleidung. Und das ist jetzt sehr wichtig, weil diese Auftreten, das, was sehr wichtig ist zurzeit bei den Fischengeborenen, diese Auftreten, eine Anerkennung zu bekommen, Respekt zu bekommen, wahrgenommen zu werden, Lob zu erhalten. Und sie machen auch etwas dafür, also sie machen sich jetzt bemerkbar. Und daran liegt auch die Kraft und auch die Möglichkeiten und die Chancen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtiges Thema, noch Finanzen und auch die Werte und Wertschätzung. Dieser Mondeinfluss und auch die Einfluss gerade von Merkur verunsichert momentan die Wiedergeborenen. Sie stehen in Spannung, entweder eine schlechte Nachricht, eine schlechte Rede oder sie fühlen sich kraftlos oder verunsichert momentan. Sie verlieren gerade die Gleichgewicht. Es verbessert sich aber. Nach dem Vollmond kommt eine Vorwärtsbewegung und kommt Leichtigkeit und haben wir, ich gehöre auch dazu, ich bin auch im Tierkreiszeichen wiedergeboren, da haben wir die Schwierigkeiten, die Hindernisse bewältigt und dann kommt eine Vorwärtsbewegung, Erfolge, Leichtigkeit, Begeisterung wieder und ist die Kraft wieder da. In der nächsten Zeit wird nicht nur die Finanzen wichtig sein, sondern auch das wahrgenommen zu werden. Wir veröffentlichen etwas oder stehen wir im Mittelpunkt oder dieses Bedürfnis wahrgenommen werden. Das wird auch wirksam sein nach dem Vollmond. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ändert sich etwas in vertrauter Umgebung, Nachbarschaft. Oder die Verwandte, Einladungen, Besuche, Kontakte, Veränderungen, Umzug. Alles kann passieren, dass da kleinere Veränderungen gibt oder Veränderungen in vertrauten Umgebung. Es ist auch beweglich. Gute Gespräche, eine gute Nachricht ist noch zu erwarten. In die nächste Zeit wird da Einschränkungen sein, aber momentan ist die Energie für die Gespräche, Handlungen, Verträge, Termine noch sehr gut bei den Stiergeborenen. Was wichtig sein wird in die nächste Zeit, sind die Finanzen und die Werte und die Wertschätzung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und Struktur, ein fester Boden unter den Füßen. Viele Zwillingsgeborene machen sich bequem und genießen die Tage zu Hause. Und sie brauchen auch diesen Rückzug, auch diese Erholung momentan. In der Liebepartnerschaft haben die Zwillingsgeborenen Glück und in die nächste Zeit kommt auch eine gute Nachricht, also es ist etwas unterwegs und das sind die Gespräche, Nachrichten. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen bewegt sich einiges, besonders im beruflichen Umfeld, weil da verbessern etwas die Krebsgeborenen und sie spüren auch diese schöpferische Kraft ihrer Ideen. Die Mut und die Kraft haben sie, auch die Möglichkeiten und Chancen, das haben die auch.
Die Tierkreiszeichen Löwengeborene haben immer noch karmische Themen. Das ist ein Prozess, wird länger dauern. Und das ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft, sondern auch die berufliche Situation, die wahre Berufung zu suchen. Kann auch sein Liebe im Arbeitsplatz. Natürlich kann eine oder anderen auch ein Zusammenhang da sein. Aber karmische Lernaufgaben, karmische Begegnungen oder karmische Erinnerungen, wo liegt die Talente, die Fähigkeit und dieser Bedürfnis des Umsetzen beruflich. Und einige Löwengeborenen werden auch die Selbstständigkeit suchen. Etwas spiegelt die Liebe im Bereich Liebe etwas für die Löwengeborenen. Das Leben spiegelt etwas. Und das ist die Liebe, Partnerschaft und die Gefühle. Und nicht nur in diesen Spiegel schauen, sondern entgegenkommen, Gefühlen, Interesse zeigen oder anderen zuhören. Ein Gespräch wird in der nächsten Zeit auch eine Wichtigkeit haben. Nicht heute, aber das nähert sich auch. Und dann ist wichtig für die Löwengeborenen, dass sie dazuhören, Aufmerksamkeit schenken und auf anderen zugehen oder die Kontakt suchen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist wichtige Thema die Liebe, Partnerschaft, aber sie haben das Gefühl, es ist momentan unbeweglich, das macht auch ein bisschen unsicher und das möchten sie in Ordnung zu bringen. Wichtig ist, dass sie sich selbst befreit fühlen und Mut haben, Gefühlen zu zeigen, kontaktieren, etwas selbst in Bewegung setzen. Also nicht schüchtern sein, auch nicht eingesperrt fühlen, sondern über Gefühlen frei reden, vermitteln etwas. Und dann ist es befreit, dann kommt auch alles in Bewegung. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein Prozess die Veränderung. Und diese Veränderung ist nicht unbedingt, dass die Umstände sich ändern, sondern die Einstellung ändert. Und das ist das eigene Selbstwertgefühl, Gefühlen transformieren, einen anderen Blick haben für die Situation, dann auch die ämtlichen Sachen in Ordnung zu bringen, wie Erbschaft oder Finanzamt oder Banken. All das bringen die Wagengeborenen in Ordnung. Bei vielen Wagengeborenen bedeutet auch das eine gewisse Veränderung. Und dann überwinden sie ihren Unsicherheit oder Angst, Angst vor Veränderungen und zeigen auch Mut, das auch zu wagen, diese Veränderungen. In der nächsten Zeit wird wichtiges Thema sein, die Liebe und Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren sind die Chancen und die Möglichkeiten da. Wenn Sie Gespräche haben oder eine Prüfung, das noch jetzt erledigen, weil wenn Merkur übergeht in Tierkreiszeichen Wassermann und das nähert sich auch, dann werden die Skorpiongeborenen etwas eingeschränkt sein, was die Termine betrifft oder Gespräche betrifft oder die Prüfung betrifft oder einen Vertrag betrifft. Jetzt haben sie noch die Vorteile, all das unterschreiben oder die Termine ausmachen, Gespräche führen und etwas zum Klären. Immer noch wichtig ist Ausland, ausländische Kontakte oder Besuch oder in Fremdsprache. Also bei vielen Skorpiongeborenen kann das die Richtung sein. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben berufliche Ziele und sie erreichen auch ihren beruflichen Ziele und sie brauchen auch Lob und Anerkennung. Wenn sie das bekommen, dann sind sie auch glücklich. Wenn sie das nicht bekommen, dann sind sie unzufrieden und suchen was anderes, weil dann viele Schützengeborenen wechseln die Arbeit und starten etwas Neues. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist auch wichtig, eine berufliche Aufstieg. Sie wollen auch wahrgenommen werden, etwas in Form zu bringen. Und das ist nicht einfach, nicht leicht zur Zeit, aber wenn Sie das als Ziel setzen, dann erreichen Sie auch Ihre Ziele. Und momentan ist es wichtig, beruflich erfolgreich zu sein. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.